Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Crying Destiny und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf der neuen Black Ops 3 Zombie-Karte Gorath Krovir zu Pack-a-Punch kommt, beziehungsweise mit den Drachen fliehen könnt. Das allererste, was ihr dafür machen müsst, ist den Strom zu aktivieren. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, wo der Strom ist, dann drückt einfach mal oben links auf das Video, was da eingeblendet wird, oder unten auch in der Beschreibung ist der Link zu dem Video für die Handy-User. Da könnt ihr euch das anschauen, da habe ich ein Video gemacht, wie ihr zu Strom kommt. Und wenn ihr jetzt den Strom aktiviert habt, dann lassen die Zombies irgendwann immer zufällig einen Kohlzylinder droppen. Den könnt ihr dann auch einfach aufheben, das ist so ein Drop, der ist grün beleuchtet. Und wenn ihr jetzt in das Scoreboard geht mit Tab auf dem PC oder mit dem Touchscreen vom PS4-Controller oder auch auf Select beim Xbox-Controller, dann seht ihr, dass dieser Kohlzylinder eine Farbe hat. Es gibt Blau, Rot und Gelb. Dazu gibt es auch jeweilige Groff-Module. Die sind dann halt auch zu den jeweiligen Farben zugeordnet. Wir müssen jetzt gucken, welche Farbe unser Zylinder hat. In diesem Fall bei mir ist es jetzt die Farbe Blau. Und das Groff-Modul von der Farbe Blau ist direkt beim Strom oben. Da läuft man jetzt einfach hin, drückt Viereck und dann muss man da weglaufen und guckt einfach in den Himmel. Da wird irgendwo ein grüner Strahl sein und da muss man halt zu diesem grünen Strahl hin. Da ist dann so eine Art Kapsel, die muss man beschützen vor den Zombies. Und wenn man genug Zombies getötet hat, das sind so um die 15 bis 20 Zombies, die man töten muss, dann geht diese Kapsel auf und dort drin ist ein Teil, was wir brauchen. Das Ganze wiederholt ihr einfach, wenn ihr zum Beispiel die nächsten Zombies tötet, dann kriegt ihr meinetwegen die Farbe Gelb und müsst dann zum gelben Groff-Modul laufen. Ich zeige jetzt hier auch gleich die Locations und mit dem roten ist es dann genauso. Und zwar steht jetzt das gelbe Groff-Modul im Supply-Drop-Area und zwar unten auch, wo das Regal ist mit der Wodka-Flasche. Das seht ihr jetzt hier auch im Video, dort einfach wieder Viereck drücken, in den Himmel gucken, wo die Kapsel runterkommt. Die ganzen Zombies töten und das Teil am Ende rausnehmen und das Groff-Modul für den roten Zylinder steht bei der Tank Factory. Da müsst ihr einfach dann nach ganz oben eigentlich die ganzen Treppen da laufen, das seht ihr jetzt auch hier im Video. Dort auch einfach wieder Viereck drücken, dann gucken, wo der grüne Stahl runterkommt und die Zombies dann auch wieder töten und das allerletzte Teil aufnehmen, was wir noch brauchten. Und jetzt müssen wir nach unten gehen in den Bunker, den kennen glaube ich alle, der ist hinten bei Juggernaut in der Nähe. Dort gibt es eine kleine Maschine, da sieht man auch schon so Einkerbungen, wo man Sachen reinpacken kann. Dort haltet ihr einfach Viereck oder drückt Viereck, beziehungsweise F oder X, je nachdem auf welcher Konsole oder wie ihr auf dem PC spielt. Und dann seht ihr, dass die Teile dort eingelegt werden in diese Maschine. Jetzt könnt ihr an eine jeweilige Drachenstation gehen. Die sind immer in der Nähe eigentlich von den ganzen Groff-Modulen. Ich bin jetzt hier bei der Tank Factory ganz oben. Ihr könnt aber auch zum Beispiel beim Strom hinten beim blauen Modul kann man auch fliegen. Dort kann man hinlaufen, dann gibt es da so einen großen Computer, sag ich mal. Da kann man Viereck drücken. Steht da auch für 500 Punkte. Dann kommt ein Drache angeflogen. Ihr könnt auf den Drachen dann aufsteigen, wenn der angekommen ist. Und dann müsst ihr dafür halt einfach nochmal Viereck drücken, um aufzusteigen. Und dann seht ihr hier eine schöne Animation, wie man auf dem Drachen sitzt, der Drache losfliegt und er fliegt dann Richtung, ja, irgendwie über das ganze Schlachtfeld und dann sieht man ein Haus. Dort wird man dann hineingeworfen von dem Drachen und wenn ihr dann die Treppe nach unten lauft in diesem Haus, dann seht ihr schon eigentlich direkt den Pack-a-Punch-Automaten. Dort könnt ihr dann punchen und bekommt ja eure gepunchte Waffe, je nachdem was ihr gepuncht habt, zurück. Die Pack-a-Punch-Tarnung von dieser Map ist hammergeil, finde ich zumindest. Und ja, das war es eigentlich schon so, wie man zu der Pack-a-Punch-Maschine hinkommt. Ich hoffe, ich konnte euch hier weiterhelfen mit dem Video. Wenn ja, dann lasst einfach mal ein Like da. Und wenn ihr weitere Tutorials sehen wollt zu dieser Map, dann könnt ihr mich auch noch abonnieren. Einfach unten auf Abonnieren drücken, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao.